So, hallöchen, liebe Freunde, da bin ich wieder mal bei Pokémon Kolosseum. Nach einer etwas gigantisch langen Pause irgendwie. Also letzte Woche konnte ich gar nicht erst ein Video hochladen, weil es einfach zu lang gedauert hat mit dem Grinden. Beziehungsweise, ich sag's ganz ehrlich, ich hab's vergessen gehabt. Ich hab die letzte Aufnahme ja gesagt, dass ich ein bisschen grinden gehe und da habe ich das dann hinterher voll vergessen gehabt. Beziehungsweise, stimmt, in der letzten Aufnahme ist mir ja die letzte Aufnahme ein bisschen flöten gegangen in den letzten paar Minuten, weil es da irgendwie einen komisch fetten Lag gab und ich musste das dann rausschneiden. Da konnte ich dann gar nicht mehr dazu schneiden, dass ich das eigentlich machen will. Jedenfalls wollte ich grinden gehen, weil ich bei dem Bossgegner ziemlich fett versagt habe. Und das hat sich über mehrere Tage hingestreckt und das war dann halt ein bisschen doof, wenn man das halt vergisst und das an einem Tag machen will. Also, unser Team sieht jetzt so aus. Es war ja, Moment, ich mache noch kurz weg. Unser Team war ja eigentlich schon komplett mit Draco, aber jetzt hat sich Draco entwickelt, also haben wir jetzt quasi ein komplettes Team. Also wir schauen uns die jetzt mal an. Also ich habe jetzt alle so auf Level 47, 48, außer hier Digimon auf 46, weil der hat einfach ewig viele EP gebraucht, das war schrecklich. Also ich habe jetzt hier, Bericht. So, der Repus, der hat jetzt statt dem Steinwurf den Steinhagel bekommen. Ich weiß, es ist jetzt nicht ganz so schlau, weil die Attacke ja beide Pokémon trifft auf dem Feld und das macht dann nicht so viel Schaden. Aber Steinhagel ist trotzdem stärker. Und da wird es sicher schon noch eine Gelegenheit für geben. Okay, und Deichimo, der hat nichts Neues gelernt. Dann haben wir hier den schönen Polen. Der hat auf Level 47 die Psychokinese gelernt. Und außerdem habe ich bei den Kolosseen, die es ja in dem Spiel gibt, habe ich ein bisschen gelevelt und da gab es TMs als Belohnung und ich habe dann noch die TM 30 bekommen für Pole. Kenner würden jetzt sofort wissen, was das für eine TM ist. Dann haben wir hier den lieben Left, der hat auch eine TM bekommen, beziehungsweise die habe ich auch für ihn rausgesucht, weil es nur bei ihm Sinn macht und die werde ich ihm dann auch gleich noch beibringen, das werde ich auch gleich zeigen, was das ist. Dann haben wir hier unseren schönen Draco, der sich jetzt endlich in die Welt reinentwickelt hat. Und dann haben wir hier noch Eddie, der nichts Neues bekommen hat. Nun ja. Gut, dann würde ich mal sagen, die TMs, die bringe ich jetzt nochmal hier onscreen bei. Das wollte ich nämlich beabsichtigt so machen. Also TM 30 ist Spukball. Das bringen wir jetzt mal eben unserem schönen Psyana bei. Ich hoffe mal, der kann das auch lernen. Das wäre jetzt richtig doof, wenn nicht. Jo, kann er. Aber kann auch sonst niemand lernen. So, das ist sehr schön. Jawohl, lassen wir gern verlernen. Und da lassen wir die Konfusion verlernen. Superst. Und die 31 war Durchbruch. Die wollte ich dem Left beibringen. Auch nur deswegen, weil halt wirklich es nur bei ihm Sinn macht. Weil Eddie könnte es noch lernen, der Rest halt gar nicht mehr. Und Eddie hat halt schon zwei stärkere Kampfattacken, den Kreuzhieb und den Überwurf. Deswegen bringe ich Left das jetzt bei und lasse dadurch den Biss verlernen. Weil Left hat einen stärkeren Angriff und dann macht es mehr Sinn, wenn er weniger Spezialattacken hat. Ja. Durchbruch ist 75 bis es Stärke 60 und da es ja eine Nahkampfattacke ist, beziehungsweise eine Angriffsattacke, macht es mehr Sinn, wenn ich den Biss verlernen lasse. Weil wie jeder weiß, die Unlichtattacken sind ja in der dritten Generation noch alle Spezialattacken. Ja. Naja. Und, huch. Jetzt habe ich da gerade eine SMS bekommen. Meine Phrasen. Wo ist mein Handy? Da hinten. Einen Moment, ich guck mal eben nach. Aha. Verdammt. Ah, Mann. Mausi, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Mann. Entschuldigung. Ah. Nein, also, mehr sage ich nicht. So, also. Unser Team sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir gehen jetzt nochmal zu Culpa und werden dem jetzt ordentlich in den Arsch treten. Wir erinnern uns, dass der, ein Dings hatte, ein Altaria als erstes, deswegen werden wir Draco nach vorne setzen. Ich schätze mal, dass Draco jetzt inzwischen schneller ist als das Altaria. Wir müssen halt vorsichtig sein, der hat halt einen Eisstrahl drauf, das Altaria. Das ist nicht zu spaßen. Aber inzwischen sind ja unsere Pokémon in demselben Levelbereich wie seine, also sollte das kein Problem darstellen. Jedenfalls für die meisten, also für Draco dürfte es schwer werden gegen Altaria. Mal einen Eisstrahl und dann pam ist es weg. Das wäre doof. Aber gut. Dann gehen wir auf ins Krypto-Pokémon-Labor und ey, dieses Headset-Kabel. Ich könnte.
am Rad drehen, wirklich. Es ist so ultra mega Fakomatik verkräuselt. Mann. So. So, rein da. Dup, dup, dup. Und ich habe übrigens ein bisschen Spoiler-Alarm für diejenigen, die es interessiert. Nach dem Kampf gegen Professor Culpa, wenn man den gegen den gewonnen hat, da gibt es die TM26 als Belohnung. Und Kenner dürften jetzt auch wissen, was für eine TM das ist. Eine ziemlich starke Attacke. Mehr verrate ich nicht. So, jetzt geht's glaube ich nach da unten lang, ich weiß es nicht mehr. Übrigens schön, dass der Alarm immer noch da ist, obwohl ich jetzt irgendwie 2 Milliarden Stunden draußen verbracht habe mit Leveln. Die haben scheinbar alle nicht gerafft, dass ich gar nicht mehr da bin, aber naja. Das ist die Pokémon-Physik. Solange man nichts Bestimmtes macht, kommt auch nichts Bestimmtes. So, jetzt ist die Frage, wo ging es nochmal lang? Verdammt, ich glaube hier lang. Ich weiß es nicht mehr, Alter. Verdammt, das war falsch. Das hier war das DNS-Labor. Hier, doch, das DNS-Testungszeug-Ding. Verdammt mich. So, jetzt gehen wir in den anderen Aufzug rein. Wenn ich jetzt mal könnte. So, rein da. Ups. Okidoki, Loki. Ein Zitat von Pinkie Pie. Lalala. So, durch da. Genau, hier war dieses komische Tor. Dieses domische Tor, was? Dieses komische Tor, wo man diese Pokémon-Bilder zuordnen musste. Beziehungsweise die drei richtigen raussuchen musste. Und Hallöchen, na? Haha. Ich weiß gar nicht, soll ich Repos draußen? Ja, komm, lassen wir mal draußen. So. Hallöchen! Hahaha, deine Courage ist wahrlich bewundernswert und lächerlich zugleich. Denn mit Courage allein gewinnt man keine Kämpfe. Ach, halt die Schnauze. Ich vögel dich so in den Popo, das glaubst du nicht. So, lieber Culpa. Altarion Golbat. Okay. Da kann ich Steinhagel und den Drachenodem gleich machen. Den Feuerodem meine ich. Tja, inzwischen habe ich ein bisschen gelevelt, Kollege. Guck mal. Hahaha. Ich hoffe einfach mal, dass ich ein bisschen schneller bin. Also Draco wird schon schneller sein, denke ich, aber Repos mit Sicherheit nicht. Jo. Nimm das! Pam, es ist effektiv. Verdammt, es hat überlebt. Jetzt kommt ein Eisstrahl und ich bin erledigt. Und Konfustrahl. Ja. Ich möchte am liebsten heulen. Oh, guck mal, es hat überlebt. Es ist doch sehr schön. Jetzt kommt noch ein Steinhagel hinterher. So, nehme er das. Und du das. Pam. Ich könnte auch genauso gut den Flammenwurf mal auf das Golbat machen. Und Draco macht jetzt nochmal den Feuerodem. Ach, scheiße. Stimmt, es ist verwirrt. Ja, oh, verdammt. Hab ich einen Lack heute. Okay, Altaria ist schon mal weg. Ich müsste zusehen, dass ich auch direkt Draco mal versuche zu heilen. Das ist wichtig. So, was kommt als nächstes? Landturn. Oh je. Habe ich irgendwas gegen Wasser-Pokémon? Natürlich nicht. Flügelschlag. Auf wen geht das? Auf Draco. Scheiße, ich habe keine Beleber dabei. Verdammt. Na gut. Wen machen wir? Komm, Pole. Du machst viel Schaden, das geht schon. Du hast inzwischen immerhin die Psychokinese. Das wird schon was bringen. So halb. So, wie viel Schaden macht das? Ach, das geht sogar. So, du machst nochmal Flammenwurf auf Golbat. Und du machst jetzt einfach mal die Psychokinese. Pam. Du bist ja auch am schnellsten gleichzeitig, das ist sehr schön. Bam. Wow. Konfustrahl ist so zum Kotzen. Ernsthaft. Ich hasse diese Attacke. Hydro-Pumpe, ach Mensch. Ja! Oh! Uiuiui! Gott sei Dank. So, Golbat ist auch weg. Gott sei Dank. Und wir erinnern uns, dass der gute Mann ja auch das Raikou besitzt.
Na toll, noch ein Wasser-Pokémon. Ich könnte am Rad drehen. Macht es Sinn, den Steinhagel zu machen? Ich denke mal, dass Rebus jetzt gleich vergewaltigt wird. Probieren wir's. Na komm schon. Ha, huha, huha, huha. Ich bin so ein Lacker heute, das ist schön. Okay, Landhund ist auch besiegt. Also es hat sich jedenfalls auf richtig geil gelohnt, dass wir die nochmal ein bisschen gelevelt haben. Wir sehen, wir nehmen die richtig auseinander gerade. Oh, jetzt kommt schon Raikou. Mensch. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Schaden. Ja, wir wissen, dass das ein Krüppel-Pokémon ist. Ja gut. So, Steinhagel. Wow. Achso, das war ein Volltreffer. Okay. Gut. Na komm schon. Okay. Wir machen nochmal Steinhagel und Pole macht die Psychokinese. Dann dürfte das vielleicht sogar schon weg sein. Oh. Streich den Steinhagel, Leute. Regentanz plus Vierfachschwäche bei Stärke 95 ist nicht schön. Okay. Und du, ja, du hältst es aus, Schatz. Okay. Dann machen wir am besten Left. Nein, das wäre unklug, weil Raikou im Team ist. Von dem, dann nehmen wir besser Eddie. Du bist voll editiert. Ach stimmt, ich bin ja verwirrt. Autsch. Verdammt. Oh Gott. Stimmt, und der Donner trifft ja jetzt auch an Don, weil Regentanz aktiv ist. Ich vergaß. Ah, das ist so eine gemeine Kombo, wisst ihr das eigentlich? Das ist richtig, richtig fies. Machen wir es so. Und du machst mal den Spukball auf Raikou. Komm. Nein, warum kann das Vieh auch... Jetzt sind beide Pokémon in meinem Team, die gerade zu kämpfen, verwirrt. Das ist nicht schön. Ja. Ja. Das ist nicht schön. Eddie, sei so gut und mach wenigstens ein bisschen Schaden. Jetzt. Dankeschön. Greif an. Na, immerhin ein bisschen. Okay. Das ist machbar. So, jetzt machst du... Ja, wäre jetzt schön, wenn du mit dem Kreuzhieb treffen würdest. Das wäre jetzt sehr schön. Und du machst mal einen Spukball. Ich glaube, wir machen doch keinen Kreuzhieb mehr, ne? Jo. Das war vorhersehbar, so ein bisschen. Oh. So eine Scheiße. Ah! Mann. Mir fällt auch gerade auf, dass ich jetzt gar keinen Beleber mehr habe, um Repus zu erwecken, damit er den Gainer machen kann. Ich bin doof. Ich bin saudoof. Ah, Mann, ey. Wieso kann der direkt den Donner machen? So ein Scheiß. Na gut, dann machst du mal den Stampfer. Warum kann... Mann, die sind alle schneller. Ich glaube, das war's auch mit Decimo. Jo. Leute, wir haben schon wieder versaut. Meine Güte, das kann doch nicht sein. Ah, tap. Gut, es war auch taktisch wirklich ein bisschen unklug, weil ich Repos am Anfang im Team hatte. Gut, dann würde ich mal sagen, wir tauschen die Pokis mal eben aus. Du tauschst dich mal mit... Wir haben am Anfang noch Golbat als Gegner. Dann machen wir so. Psycho- und Drachen-Pokémon. Das geht schon irgendwie. Und wir kaufen jetzt nochmal vorher ein paar Beleber ein, weil wir sehen, wir haben ja auch ein bisschen Geld, glaube ich, gesammelt durch die ganzen Dings, die ich gemacht habe. Durch die ganzen Kolosseen. Weil es gab ja dort immer random irgendeine TM als Preis und natürlich die ich wollte, gab es am Anfang nicht direkt.